Okay, ich lese kurz den Chat. Dubai. Geiles Bett, Weiber, läuft. Verrückter Plan vorschlagen, sonst stand Nerds da. I interview Stimmt. Dubbies. Wer waren bei euch denn so die Gründungsväter von Nerdstar? Also gegründet, also Nerdstar ist halt so entstanden. Ich habe, erstmal räume ich hier mal auf noch schnell. Ich habe bei Kanal 21 in Bielefeld, das ist Bürgerfernsehen, da habe ich ein Praktikum gemacht. Ein Jahrespraktikum. Und nach meinem Jahrespraktikum habe ich studiert. Und während des Studiums wollte ich mir so ein Praxisprojekt irgendwie suchen. Und um halt so ein bisschen Erfahrung zu sammeln und halt Dinge zu verwirklichen, auf die ich Bock habe. Und da ist halt die Idee entstanden, dass ich gerne auch so eine Internetsendung machen möchte. Und die Möglichkeit, die ich mir gesetzt habe, war entweder etwas mit Musik. Da war ich auch noch aktiver, was so dieser ganze Bandkram angeht und sowas. Oder etwas mit Videospielen, weil ich zu dem Zeitpunkt überhaupt gar keine Videospiele mehr gespielt habe und dachte, das wäre ein ganz geiler Anlass, da was zu machen. Und da war auch das noch gar nicht so mega hip mit den ganzen Let's Plays und so. Das war 2011, da ging das schon los, klar, keine Frage. Vor allen Dingen, was Gronkh und so angeht. Aber es war nicht so in diesem Ausmaß, wie es heute da ist und dass das so professionalisiert war. Guck mal, ein nackter Särgen. Und aus dem Grund habe ich mir gedacht, okay, ich habe Bock auf Videospiele, ich habe früher Giga-Hard abgefeiert. Dirk, du Lümmel, räum das weg! Was ist los mit dir? Hab das hart abgefeiert, Giga damals, und wollte sowas in der Richtung machen. Und dann habe ich mir Leute gesucht, die da auch Lust drauf haben. Und die ersten Nerdstar-Mitglieder waren, das war damals die TV-Show, die wir gemacht haben. Die lief erst nur auf Enervision, das ist so ein Sender, und später erst auf YouTube. Und bei dieser TV-Show, die war halt so aufgebaut, wir hatten ähnlich wie jetzt auch so drei, vier Themenwelten, also Videospiele, Musik und Film. Nur war das halt so, man hat jeder Sendung entweder ein Konsolen- und ein PC-Spiel vorgestellt und einen Film, oder wir hatten eine Band da. Das waren so die Möglichkeiten. Und dann hatten wir für jeden Bereich, ach Quatsch, wir haben PC und Konsole immer vorgestellt. Und wir hatten für jeden Bereich einen Moderator. Also ich war Moderator für Konsolenbereich mit Lenny zusammen und mit Lars damals. Steffen war da einfach der Hauptmoderator. Den kennt man heute noch. Dann war noch ein anderer für den Musikteil zuständig, ein anderer war für den Filmteil zuständig, und Connor und Tobi waren für den PC-Bereich zuständig. Und das war die ersten Nerdstar-Produkte. Vielleicht findet ja einer von den Moderatoren gerade die allererste TV-Show. Die haben wir auch auf YouTube, meine ich. Und postet die mal kurz hier in den Chat rein. Da seht ihr mal, wie das allererste Nerdstar-Produkt aussah. TV-Show Folge 1. Ich weiß es noch, ich hatte im Konsolenbereich Star Wars The Force Unleashed 2, glaube ich, für die Wii. PC-Bereich war, glaube ich, Deus Ex. Und dann hatten wir einen Film, glaube ich, noch. Aber ich weiß nicht mehr was. Der Sergen hat's. Ich weiß nicht, ob das die ganze TV-Show ist oder ob das nur der eine Teil davon ist. Vielleicht konnten wir die erste Folge auch nicht komplett hochladen, weil es ein GEMA-Problem gab. Ja, das ist hier TV-Show aus Folge 1. Ich weiß nicht, ob es die komplette erste Folge gab. Schau mal bitte in der TV-Show-Playlist und dann da mal die ersten Videos. Ja, sagen, das sind die Einzelbeiträge. Das ist aus Folge 1. Guck mal, ob du da eine komplette Folge findest. Wenn nicht auf YouTube, dann vielleicht Folge 2 oder 3 oder so. Dann seht ihr mal, wie das Ganze am Anfang aussah. Ja, und so ist das halt entstanden. Dann haben wir unsere TV-Show gemacht, regelmäßig, alle 4 Wochen. Und dann haben wir gemerkt, okay, das macht Spaß. Und es haben auch Leute ganz gut geguckt damals. Nee, die erste war nicht in meinem Kinderzimmer, die erste war in meiner zweiten Wohnung hier in Bielefeld, im Wohnzimmer. Und genau, und dann haben wir gemerkt, okay, die Leute finden das irgendwie ganz cool und wir wollen auch noch mehr machen. Und es haben sich immer mehr Leute gemeldet, die auch mitmachen wollen und so und das halt ganz cool finden, was wir machen. Das ist die erste Folge, die komplett auf YouTube ist, dann wahrscheinlich die Folge 4.
Weil wir hatten da am Anfang ein bisschen GEMA-Probleme, weil wir da noch diese Musik nutzen konnten für das Fernsehen halt, aber auf YouTube dann nicht mehr. Und die ersten Folgen waren eigentlich gar nicht für YouTube gedacht. Und dann haben wir angefangen mit Nerd Arena. Das war dann das erste Format, was dazu kam, wo wir gegeneinander spielen. Und dann haben wir Spielkritiken gemacht auf einmal. Und das hat sich immer weiterentwickelt. Dann haben wir eine Homepage uns gebaut und Formate weiterentwickelt, Themen dazugekommen. Irgendwann kam dann Matisse dazu. Irgendwann kam dann Dirk dazu. Leute sind gegangen, Leute sind dazugekommen. Und jetzt ist das irgendwie so ein Projekt, was schon mehrere Jahre irgendwie läuft. Und so viele tolle Menschen in mein Leben gebracht hat, und das ist richtig cool. Das hat macht richtig Spaß. Viele Leute, die Bock haben, sich da den Arsch aufzureißen, ihre Freizeit zu opfern und da viel Energie, Leidenschaft, Herzblut reinstecken und auch Kohle reinstecken, und ganz, ganz coole Nummer. Macht immer noch sehr viel Spaß. Und wie man echt, also zum Beispiel Matizzle hat sich damals beworben bei Nerdstar irgendwie viermal oder so, weil ich die ganze Zeit immer nicht geantwortet habe oder ihn versetzt habe. Und dann in seinem letzten Versuch, wo er gesagt hat, Alter, wenn er sich jetzt nicht meldet, dann scheiß ich drauf, habe ich dann endlich reagiert, und dann kam er vorbei, und Matizzle ist jetzt zum Beispiel so ein guter Freund geworden, und das alles so über dieses Projekt halt. Und das ist cool. Buddy zum Beispiel, den ich in Hamburg kennengelernt habe bei meinem Praktikum, macht mit. Steffen von Anfang an dabei gewesen. Dirk, der jetzt auch gar nicht mehr wegzudenken ist so aus meinem Leben, hat sich darüber gemeldet. Der hat anfangs nur Kritiken geschrieben. Der hat anfangs nur so einen Blog geschrieben. Ich glaube, einmal in der Woche oder alle 2 Wochen hat der. Ja, Dirk's Dirty Talk hieß der Blog. Ist ein schriftlicher Blog gewesen auf der Homepage. Und dann hat er entdeckt, so, ja, Video finde ich irgendwie spannend. Würde ich auch gern mehr machen. Sagen, was ist los mit dir? Hör mal auf, Fernsehen zu gucken. Geh mal schlafen. Wir haben 10 Uhr. Guck mal, man sieht es Sagen gar nicht mehr. Durch den Pornospiegel von Matisse. Oh, okay, ich bin wach und ich. Was? Ich stinke? Das ist nicht schlimm. Verwenden. Danach gehen wir duschen. Dampfende Dusche nehmen. Erfrischende Dusche nehmen. Nachdenklich duschen. Wir haben 11 Uhr abends. 11:30 Uhr. Deswegen werde ich erstmal nachdenklich duschen. Und wenn ich nachdenklich geduscht habe, werde ich diesen Teller aufräumen, weil irgendein Lurch den hat liegen lassen. Ach, Simleon, ein Kaffee? Ich bitte dich, auf keinen Fall. Dann gönne ich mir harten Snack. Schnelle Mahlzeit, und zwar Chips esse ich ja nicht. Schön Milch, ganz klassisch. Was ist das für ein Riesending, was hier rumfliegt? So eine Biene ist das. Dann gucke ich halt noch einen Film. Film ansehen. Abenteuer im Raumschiff-Simulator ansehen. Gemetzel im Mondlicht 3. Abenteuer im Raumschiff-Simulator. Guck ich mir an, und danach geht's wieder in die Schlafen. So. Ja, Jan zum Beispiel. Das Tolle ist ja vor allem auch bei Nerdster, um auf das Thema nochmal zurückzukommen, weil jetzt hier noch im Chat das Ding bearbeitet wird. Auch wir, denke ich, irgendwie so Talente sehen und die dann auch bewusst fördern und auch Leuten eine Chance geben. Und ich sage immer so eine Spielwiese, wo man sich einfach auch mal austoben kann. Wir haben zum Beispiel Error, der Interesse hat so an Videoproduktion. Wo es halt schwer ist, Fuß zu fassen oder so, sitzt halt bei uns mittlerweile bei mindestens 50% von so einem kompletten Super Samstag, der aus einem Fernsehstudio gesendet wird, sitzt er an der Live-Regie und schneidet das Ding. Und mit null Vorerfahrung, die er vorher halt hatte. Und das sind halt so Dinge. Oder Jan, dem wir, der sich als Schreiberling beworben hat,
und einfach nur ein Riesentalent hat zum Schreiben und jetzt im Moment für uns die kompletten Off-Texte schreibt, weil kein anderer sich mehr rantraut, weil die von ihm so on point sind einfach und so knackig geil sind. Und deswegen ist halt das Coole, dass halt so irgendwie auch so Talente entdeckt werden und die dann halt auch gefördert werden oder dass man sich einfach echt mal ausprobieren kann in Sachen, die man sonst halt nicht so kriegt. Ich meine, wer hat schon die Möglichkeit, komplett mit einer Live-Regie zu arbeiten? Und das ist aufregend. Das macht Spaß. So, Marci räumt hochmotiviert den Teller auf. Ich habe noch keine Spüle in der Küche, deswegen müssen wir immer im Bad spülen. Spülmaschine. Ach, jetzt können wir sie kaufen, glaube ich. Wir haben ja jetzt Kohle bekommen. Der Sergen war ja auch arbeiten. Ich weiß jetzt, wo sie ist. Ne, immer noch nicht. Wie kostet sie? 645. Wir haben 632. 23. Gibt es keine andere Spülmaschine? Na gut. Hauptsache einen dicken Fernseher. So, ein Glas Milch und nachts noch Fernseh gucken. Dieses Spiel ist 1:1 mein Leben. Schön Sci-Fi-Streifen jetzt noch reinziehen. Wir gucken da mal mit. Was gibt's denn da? Oh, da mache ich, glaube ich, jetzt ein Foto von. Schön. Nachts. Guck mal, Frösche. Alienfrösche. Druiden. Okay, und jetzt? Was macht er jetzt? Er guckt lieber stehend weiter. Auf jeden Fall haben wir 2 Uhr nachts und du musst jetzt leider ein bisschen pennen gehen. Weil sonst bist du groggy auf der Arbeit. Und das wollen wir ja nicht. Errungenschaft! Introvertiert! Wer denn? Was denn? Weshalb? Ein Sim 24 Stunden keinerlei Sozialaktionen ausführen lassen. Oh. Ja, kann er das nicht selber machen? Oh Gott, jetzt müssen wir uns hier um die Leute kümmern. Mathisel, dem geht's gar nicht gut. Mathisel geht als allererstes auf Toilette. Dann geht er duschen. Immerhin muss er Mädels klar machen, danach hat er Hunger. Danach servierst du mal Frühstück für alle. Achso, kann ich nicht? Habe ich keine Kohle? Doch. Öffnen? Warum kann ich nicht servieren? Muss ich einkaufen? Kann das sein, dass ich einkaufen muss? Kann ich jetzt hier eine Menge bestimmen? Fähigkeiten 1. Dann mach halt. Huch, macht er jetzt einen Schokokuchen? Kuchen backen, nee, nee. Warum kann ich denn kein Frühstück servieren? Dann mach halt einen Gartensalat. Ach, hier. Partygröße: 8 Personen, 4 Personen. Du bist die Sprachnutte. Das stimmt. Sprachnote gefällt mir. Oh, guck mal, Matisse freut sich, weil er nicht mehr stinkt. Ich glaube, sein Umfeld freut sich auch. So, ansonsten pennen noch alle hier, ne? Wann müssen wir zur Arbeit? In 4 Stunden, in 5 Stunden, in 6 Stunden. Alles klar. Matisse hat keinen Job. Was passiert jetzt? Manchmal setzt so verwirrende Musik ein. Was ist das denn hier? Ein Schiff? Ich kann nicht dran. Nur Kinder dürfen am Spielplatz spielen. Was ist das denn? Diskriminierung.
Mathilde freut sich, weil er nicht mehr stinkt. Das klingt unrealistisch. Ich glaube, ich verdurste gerade. Ist es okay, wenn ich kurz mir was zu trinken hole? Ich glaube, das ist okay. Ich bin so schnell da, wie es geht. Ihr übernehmt mal kurz den Stream. Und seht zu, wie Mathilde nackt unter der Dusche ist. Und wir werden auch herausfinden, ob wir tatsächlich jetzt in dieser Welt Freizeitmöglichkeiten selber bauen müssen. Oder ob wir, weil das ist ja blöd, wenn man nie was machen kann, ne? Okay, ich werde mal ganz schnell kurz was zu trinken holen. Bin sofort wieder da. Huch. So. Ah, kein Problem, da bin ich wieder. Ging noch schnell. Mir ist eingefallen, ich kann ein bisschen über das Uni-Festival erzählen. Da war ich gestern. Hier in Bielefeld. Und bislang war ich immer nur auf den Uni, auf dem Asta-Festival, das Uni-Festival in Paderborn, welches finde ich ein bisschen besser ist als das in Bielefeld. Aber ich muss sagen, dass ich ein bisschen überrascht war. Es war eigentlich ganz cool. Hat Spaß gemacht. Also die Sporties haben gespielt. Die ja kein Mensch leihen kann, außer mir. SDP hat gespielt, da hat ja Mathilde gesagt, dass sie live gar nicht so gut sein sollen, hat er gehört. Ich persönlich fand es eigentlich ganz geil, die haben gut Party gemacht, die hatten eine Gummipuppe mit auf der Bühne und haben damit rumgewedelt. Das passt halt zu denen und zu dem, was die machen. Ist ganz cool gewesen. Warum geht's dir eigentlich so komisch? Haben wir vielleicht jetzt einen Konflikt hier? Quatscht ihr hier im Bad rum? Hört mal auf, hier rumzuquatschen. Verstehe nicht, was sie hier vorhaben jetzt. Mathilde ist unwohl. Mathilde möchte ein Date planen. Sims können andere Sims über die Kategorie romantisch um ein Date bitten. Verwende dazu das Telefon oder die Beziehungsleiste. Aktion. Erstmal bilden wir jetzt eine Runde mit... Ach, wo ist die Alte hin? Die muss wahrscheinlich arbeiten. Dann nehmen wir halt an... Ach so, nee, die war, glaube ich, zu jung. Die ist wahrscheinlich arbeiten.